Es macht mich ja betroffen, dass wegen Medikamenten so grundlegend Gesundes wie Fitness und Wellness kaum möglich sind. Ich meine, Zeit hat sie natürlich beliebig, oder? Also sie hat kaum, sie hat ja keine finanziellen Verpflichtungen. Sie ist ja freigestellt vom Erwerbsleben und muss nur für sich selber schauen. Kinder sind erwachsen und so, oder? Klar hat man dann auch ein paar, ja, so Bürosachen wahrscheinlich zu erledigen, Administration, mal ein Behördengang und so, oder? Aber Zeit hat man sicher mehr als genug, oder? Eben, dass es mich betroffen macht, dass wegen Medikamenten so grundlegend Gesundes wie Fitness und Wellness kaum möglich sind. Zumal du also mit dem Sport ja gut hast. Das war auch eine bildschöne Frau, also wirklich. Und zumal du, ja, da denke ich, da ist was faul in der Psychiatrie. Sie ist leider sehr häufig der verlängerte Arm der Pharmaindustrie. Also, das ist eben halt schon so, oder? Ich meine, der Unterschied zwischen einem Psychiater und einem nichtärztlichen Psychotherapeuten besteht also eigentlich ja nur darin, dass der Psychiater eben auch Psychopharmaka verschreiben kann und auch ärztliche Zeugnisse machen kann. Aber sonst, es geht da bei der Psychiatrie eigentlich nur um die Medikamente, oder? Und das ist natürlich verheerend, oder? So eine Klumpenabhängigkeit zu der Pharmaindustrie, oder? Also, wenn man praktisch der Handlanger wird, dann so, also ich will jetzt nicht alles eigentlich nur jetzt so sehen, weil es kann wirklich auch natürlich sehr hilfreich sein, dass man punktuell mal in einer wirklich akuten Phase, wo Selbstschädigung oder Fremdgefährdung vorliegt, dass man da mal ich bin überhaupt nicht gegen Chemie eingestellt, das ist nicht so, oder? Aber einfach so in dieser Weise, dass man da, Sie sehen es dann noch, wie das an ihr, an dieser Frau da chemisch operiert wird, oder? Ja, sie schreibt dann eben, ja, ich weiß, das mit den Medikamenten ist heimtückisch. Mir ist es das letzte Mal, als ich Medis nehmen musste im Jahr 2015, das war vor 6 Jahren, erst besser gegangen, als mein Medi auf eine sehr niedere Dosis verabreicht wurde. Das wird immer dann ganz, ganz weniger, wenig, weniger, weniger. Wenig weniger, Entschuldigung, das ist ganz, ganz flache Kurve nach unten und das hat 1,5 Jahre gedauert, bis das so tief war, dass sie keine, wie schreibt sie, als es ihr nicht mehr so schlecht ging, wegen den Nebenwirkungen, oder? Und, aber die Übergewicht, weil man dann kompensieren, man sich nicht mehr, ja, nicht mehr trainieren kann, oder weil man so viel müde ist, sie auch, oder? Oder ja, dann kommt alles durcheinander und man beginnt zu essen. Es ist wirklich sehr traurig, oder? Dann solche Gespenster schon fast auf Erden sehen zu müssen, oder? Diesmal möchte ich nicht so lange warten auf eine Reduktion, oder? Warten, das ist dann natürlich eben der Handlanger, der dann halt den Ton angibt, wie lange sie da weiterfahren muss damit, oder? Ich muss das aber leider mit meinem Arzt absprechen, eben, ne? Der Zwang. Ich bin immer gegen Psychiatrie, aber bei mir war es nicht anders möglich. Was nicht meine Meinung war, sondern die Meinung anderer mit doppeltem Ausrufezeichen. Sonst habe ich von ihr noch nicht einmal ein einzelnes Ausrufezeichen gesehen.
Und dann schreibe ich hier, da wird meines Erachtens gegen die Menschenrechte verstoßen. Und sie, ja, ich bin auch deiner Meinung. Also das ist wirklich deutlich, oder? Ja, das war die kurze kommentierte Dokumentation. Und wenn Sie aber nur wirklich für wissenschaftliche Arbeiten das Einsicht nehmen möchten, dann können Sie sich gerne bei mir auch melden. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend noch an diesem Montag, den 18. Oktober 2021. Machen Sie es gut.